herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz für Altona 93 zurück in der Regionalliga. Das Spiel heute gegen den VfB Lübeck endete 0:1. Nein, 1:2, Entschuldigung. Entschuldigung. Offizielle Zuschauerzahl 2513. Der Gästespieler zunächst das Wort heute. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ein richtig geiles Fußballspiel. Wir haben wirklich gewusst, was uns hier erwartet. Enger Platz, tolle Atmosphäre, ich finde echt tolle Stimmung von beiden Fanlagern. Und natürlich mein Herz für meine Fans, für unsere Fans schlägt. Aber es ist ein Highlight-Spiel in der Regionalliga, dieses Spiel auswärts zu bestreiten. Und das mal vorneweg. Ich muss sagen, ja, ruppige Partie, erste Halbzeit. Wir haben auch schwierige Spiel gefunden, obwohl wir wussten, was uns hier erwartet. Viele Zweikämpfe, viele mangelnde Mannsituationen, oft früh unter Druck gesetzt worden. Das, was ich jetzt sage, soll absolut als keine Ausrede gelten, aber Platz war natürlich auch für unser Spiel schwierig, im Spielaufbau dann die richtigen Mittel zu finden und uns da versuchen durchzukombinieren. Natürlich auch geschuldet der Aggressivität und guten Aggressivität von Altona 93. Dann gehen wir zweite Halbzeit schlussendlich in Führung. Hartes Stück Abend und fast im Gegenzug oder ein paar Minuten später bekommst du das 1:1. Und dann war das Credo weiterzuspielen, dann doch unseren Ball durchzuspielen. Die Räume haben sich dann auch ergeben, natürlich. Wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass man einfach noch ein bisschen müde geworden ist, auch in den 20 Minuten. Und ich finde, da ist es dann bitter in diesem Moment. Das Trainerteam, aber aufgrund der Chancen, die wir dann vorgefunden haben, zweiten Halbzeit, geht der Sieg dann doch in Ordnung. Herzlichen Dank, Wolf. Berger. Ja, es ist in meinen Augen eigentlich ein sehr temporeiches Spiel gewesen. Wir haben eine sehr gute Partie gemacht gegen eine Mannschaft, die auch die Meisterschaft als Ziel ausgesprochen hat. Wir wollen die Liga halten und das hat man phasenweise zum Glück nicht gesehen. Das heißt, wir haben einen sehr guten Ball gespielt und haben uns diese 5:2-Niederlage, die uns am Sonntag erwischt hat, relativ gut aus dem Bein gekriegt, auch aus dem Kopf gekriegt. Gutes Spiel gemacht, dass wir dann in den letzten 20 Minuten unsere Möglichkeiten nicht zu einem 2:1 gekriegt haben, war ein bisschen dann auch der Grund, dass wir dann irgendwann durch so eine Standardsituation unglücklicherweise dann das Spiel verlieren. Also wie gesagt, das Spiel hat in meinen Augen rein vom Spiel her eigentlich kein Sieger verdient. Die Möglichkeiten, die wir auch in den 16er hatten, in den letzten Minuten, auch in den letzten 10 Minuten, da muss ich sagen, so richtig müde waren meine Jungs eigentlich nicht. Klar, wir hatten einen Tag weniger Pause und es ist ein glücklicher Sieg, aber wie gesagt, wenn man zwei Tore macht und eins nur kassiert, dann gewinnt man einfach und dann ist das Ding verdient. So hart das auch ist, aber es ist halt so. Herzlichen Dank. Frage von euch. Ja, nach dem Spiel gab es ja einige Handgreiflichkeiten. Vielleicht können meine Trainer dazu was sagen, was da los war. Ich will da ganz ehrlich kein großes Ding draus machen. Weil der Kollege sportliche Leiter, glaube ich, ist es. Den Namen nicht, es tut mir leid. Aber es wurden mir keine Nettigkeiten zugeworfen. Und bitte, ich habe ihn nicht berührt, er kann das bestätigen. Ich habe ihn nicht berührt, weder weggeschubst noch irgendwas. Ich wollte nur sagen, so, und jetzt können wir uns wieder unterhalten wie Männer, anstatt bis zum Schlusspfiff nur, wie muss ich sagen, zu hören. Sag doch mal, was das ist für ein Nein, geht doch da jetzt ins Detail. Alles weitere ist, finde ich, völlig aufgeblasen und tut eigentlich nichts zur Sache. Man darf eigentlich lieber über Fußball und weiß auch nicht, dass ich nicht so abnehme. Wollt ihr da noch was zu machen? Also ich möchte da gerne was dazu sagen. Also ich finde das genau richtig, den letzten Satz, der da gefallen ist. Also wir wollen uns auf das Spiel konzentrieren und die Spielanalyse machen. Wenn man dann halt auf dem Platz sich dann irgendwie mal verbal so ein bisschen anfaucht, weil das halt auch ein stressiges Spiel war, dann ist es eigentlich mit dem Abpfiff dann halt auch in meinen Augen abgeschlossen. Dann hat auch der Trainer von Altona 93 da drüben nichts verloren und der Trainer von Lübeck auch nicht beim Manager was verloren.
Und das ist eigentlich das, der Grund gewesen, warum die Situation so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Bedauerlicherweise ist das halt so passiert, aber wir haken das Ding auch ab. So ist das Thema, hat sich erledigt für mich. Wie gesagt, jeder soll dann in seinem Bereich bleiben und sich darüber freuen oder ärgern, ob man halt 3 Punkte geholt hat oder nicht. Okay, ich will noch 2 sportliche Fragen stellen. Zum einen an dich. Du hast mit William Wachowski einen etatmäßigen Verteidiger vorne reingestellt und Pini am Schluss gebracht. Wie hat dir Wachowski gefallen und wie weit ist Erdogan? Ja, Erdo ist halt durch seine Operation noch in seiner Spritzigkeitsfindungsphase, wenn man das so ein bisschen ausdrücken darf. Also er geht jetzt richtig rein, er traut sich mehr. Diese Hüftoperation war keine leichte Geschichte, aber er ist unwahrscheinlich fleißig. Und ich glaube auch, dass er irgendwann auch uns viel Freude bereiten wird. Ne? Wenn er sich wohlfühlt, wenn er glücklich ist, wenn er auch vor allem fit ist. William ist eine Geschichte, die ich mir halt überlegt habe, weil er halt Tugenden hat von den ganzen Spielern. Ja, da habe ich einfach mit Andreas darüber gesprochen. Und das hat er bis jetzt sehr gut gemacht. So, jetzt ist er am Wochenende leider verhindert, von mir gelernt wird. Da werden wir uns ein bisschen was einfallen lassen müssen. Aber ansonsten ist er halt von seinen Grundfähigkeiten für sowas auch geeignet. Noch eine Frage an Wolfgang, bitte. Janik Gleichmann ist ein Hamburger alter Bekannter, hat bei St. Pauli 2 gespielt. Fand ihn ziemlich stark, wenn man was zu seiner Leistung sagen will. Eigentlich ist es nicht meine Art, mit seinen Einzelnen hervorzuheben. Und ich finde, die Mannschaft hat natürlich alles reingehauen heute. Aber ja, Janik ist in einer gestechenden physischen Form. Und ist die ganze Zeit auf und ab marschiert, auch dann auf seiner zweiten Position als rechter Seitenspieler. Und ja, hat das gut gemacht. Danke. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Und wir danken Ihnen, insbesondere bei euch, und zu Hause, also viele zu Hause, Ziele, nächsten Spiel. Und wir sehen uns hier in 14 Tagen wieder. Schönen Abend.